Viele Herdecker Bürgerinnen und Bürger, auch Künstlerinnen und Künstler, sind der Einladung der Herdecker Bürgerstiftung gefolgt, um ein originelles und originales Bild aus ihrer Sammlung für einen guten Zweck für Kinder- und Jugendarbeit in Herdecke zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns heute Morgen hier getroffen, in einem leerstehenden Ladenlokal in der Herdecker Innenstadt, haben wir die Möglichkeit, alle Bilder zu präsentieren und haben uns bemüht zu überlegen, welche Bilder speziell in die Auktion am 10. November kommen und welche wir aber auch zum Kauf anbieten. Und nun hoffen wir sehr, dass die Herdecker Bevölkerung sich interessiert für unsere Ausstellung und auch Bilder kauft und auf diese Weise die Arbeit der Bürgerstiftung Herdecke unterstützt. Man sollte die Dinge doch so hintereinander stellen, dann in der Galerie oben, dass er weiß, jetzt kommen Landschaften zum Beispiel. Da waren, glaube ich, trotzdem ganz gut, wie Sie sagen, dass er wüsste, da sind Landschaften, da sind Porträts und genau. So weiter. Da kann er selbst dann kann er sagen, immer noch entscheiden. Sie können also uns alle befragen. Frau Professor Dr. Habich ist Kunsthistorikerin, Herr Professor Tolesius ist Architekturprofessor emeritiert und ja, ich bin auch. Sie auch, ja. Natürlich. Also insgesamt 150 Bilder und die gesamte Palette. Also Schilling, Farbspiele, Landschaften, Schilling. Ja. Und die wurden von Herdeckern gefunden, die lagen auf den Dachböden und so, die haben die gefunden. Zum Teil hat man tatsächlich den Eindruck. Also wenn das wirklich eine sehr gute Grafik sein soll, dann wird das sehr sorgfältig gemacht und genau über die Linie gezogen. Das würde er wäre vorsichtiger und er würde mal vielleicht von 200 Euro ausgehen. Also so unterschiedlich ist die Palette der Einschätzung. Also das ist die älteste Druckgrafik aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Interessante Exponate bei, die Sie sehen. Ja. Also gefällt mir sehr vieles. Ja. Man muss nur eben die Auswahl treffen. Und der sagte. Natürlich. Ja. Willst du mal markieren, Thomas? Herr Küstermann, ich habe noch nicht ganz verstanden. Sollen denn zahlenmäßig welche raus oder sollen nach der Qualität welche raus? Also ich denke nach der Qualität, aber wir kommen nicht drum herum, es auch zahlenmäßig zu machen. Ach. Das ist